So, hallo alle zusammen und willkommen zurück zur zweiten Episode von Prey. Ich habe inzwischen. Oh je, das könnte ein bisschen problematisch werden. Oh ja, den hätte ich. Den hätte ich besser einleimen sollen. Oh, den soll ich auch besser einleimen. Und ich auch. Komm schon. Aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Okay. Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Ja. Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Ist okay, das wissen wir alles. Ja, was ich eben sagen wollte, ich habe jetzt an der Performance des Spiels gearbeitet. Was im Grunde nur heißt, dass ich die Qualität der Aufnahme wahnsinnig runtergeschraubt habe. Denn genau da lag tatsächlich der Haken. Also das Spiel läuft sehr gut bei mir, wenn ich nicht aufnehme. Dann habe ich hier 90 bis 100 FPS, manchmal sogar über 100. In ganz hektischen Kämpfen mal 80, aber das ist jetzt auch nicht so ein Problem. Aber sobald ich die Aufnahme anstelle auf 1080p und mit hoher Qualität und so weiter und hoher Bitrate, dann sinkt meine Framerate hier auf 30 oder so ab in Kämpfen oder sogar mal weniger. Und das ist nicht mehr, das kann ich nicht tolerieren. Da kann ich einfach nicht mehr gut spielen dabei. Ich meine, ich kann sowieso nicht gut spielen, aber da kann ich nicht mal so gut spielen, wie ich normalerweise könnte. Und in der Aufnahme sieht das dann auch nicht toll aus. Die erste Aufnahme sah gar nicht mal so schlecht aus, wie ich gedacht hatte, aber es kam schon mal so ein paar Stellen, an denen einfach das Bild dann eingefroren war. Es sah ansonsten flüssiger aus, als ich es beim Spielen empfunden habe, aber trotzdem toll war das nicht. Oh, Mimik, Mimik, Mimik! Leim, 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 Leim. Okay, also diese Leimkanone ist wirklich sehr, sehr nützlich. Ich bin ziemlich am Arsch schon. 28 Lebenspunkte. Die Rüstung ist noch okay, aber es nützt mir nichts, wenn da runter das Fleisch kaputt ist. Ja, also ich musste die Qualität der Aufnahme massiv zurückschrauben, um das hier ordentlich aufnehmen zu können. Flüssig. Jetzt habe ich die Auflösung der Aufnahme, nicht das Spiel selbst, sondern der Aufnahme runtergeschraubt. Habe auch die Bitrate runtergeschraubt. Ich glaube, es ist trotzdem noch, also zumutbar, die Videoqualität, aber sie ist nicht gut. Also wenn ihr das Spiel in guter Qualität aufgenommen sehen wollt, dann müsst ihr zu einem anderen Kanal wechseln. Mir ging es jetzt vor allem darum, das hier flüssig spielen zu können. Das ist für mich jetzt das Wichtigste. Und das ist jetzt mit diesen Einstellungen möglich. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier so ist, dass die Aufnahmen so dermaßen viel Leistung fressen. Das machen sie normalerweise nicht so extrem. Aber hier ist es halt wirklich so, dass die Framerate dann quasi auf ein Drittel absinkt, wenn ich die Einstellungen. Wir können eigentlich mal kurz speichern, oder? Ja. Wenn ich die Einstellungen zu sehr hochschraube. Also die Einstellungen der Aufnahme, nicht des Spiels. Also müssen wir da jetzt eben wirklich mit einer sehr geringen Auflösung und so weiter auskommen. Also ich nehme jetzt hier auf 900p auf. Ich glaube, auf YouTube kommt das dann bloß in 720p rüber. Das ist eben leider so. Neuromods und Fähigkeiten. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transstar-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um dein Transcribe zu öffnen und gehe anschließend zum Neuromod-Bereich. Okay. Okay. Da müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich Gedanken drüber machen, wie wir uns hier aufleveln mit diesen Neuromods. Weil ich glaube, die kann man danach nicht mehr entfernen. Also, die können wir dann nicht mehr umverteilen oder so. Was ist denn das hier? Mediziner, dein Wissen über Mediziner erhöht die Effektivität von Medikits auf 150. Hacker, ich glaube, Hacker ist wirklich, wirklich nützlich. Diese ganzen Mods, die uns irgendwie neue Wege eröffnen im Spiel, die sollten wir wirklich nicht außer Acht lassen. Reparatur ist, glaube ich, auch sehr nützlich. Hebelkraft, du kannst schwere Objekte problemlos. Das sind alles Fähigkeiten, die eröffnen uns neue Wege. Die sollten wir zumindest so auf einer basalen Stufe beherrschen, glaube ich. Konditionsschub, das ist, glaube ich, jetzt nicht so mehr Ausdauer. Nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich will vor allem Fähigkeiten haben, die mir mehr Möglichkeiten eröffnen, das Spiel zu spielen. Das wäre natürlich schon auch cool, mehr bessere Medikits und so weiter. Das können wir mal ins Auge fassen für die Zukunft. Aber jetzt im Moment würde ich wirklich Fähigkeiten erlernen, die ich jetzt gerade brauchen kann. Wir hatten da hinten zum Beispiel so ein Reparaturdings oder so ein reparaturbedürftiges Gerät gesehen. Das könnten wir jetzt direkt mit dem hier benutzen wahrscheinlich. Oder wir könnten hier, du umgehst Computer- und Robotersysteme, Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Ich glaube nicht, dass ich damit diesen. Also, Moment mal. Frage, die ich mich gerade eben gestellt habe, kann ich irgendwie. Moment, jetzt hat sich das Steam-Overlay geöffnet. Ich weiß nicht, wieso es das gemacht hat.
Ich habe es eigentlich nicht darum gebeten. Frage ist, ob ich dieses Ding hier irgendwie hacken kann. Untersuchen? Nee, ich glaube, das kann man nicht hacken. Also kann ich da mit dem Hacking-Skill jetzt nicht viel anfangen hier im Moment. Mit dem Reparaturskill könnte ich direkt mal schauen, was dieses Ding hier, so Steuerpanel, was das so hergibt. Dann nehmen wir doch einfach den Reparaturskill, oder? Ja, also das Spiel spielt sich jetzt übrigens wirklich sehr, sehr viel angenehmer. Ich weiß nicht, wie sehr man das in der Aufnahme sieht, wie viel flüssiger das jetzt ist, aber das macht einen großen Unterschied, ob man hier mit 30 bis 40 FPS spielt oder mit 90. Und jetzt liegt die Bildrate gerade eben bei 98, 96, ja, so um den Dreh herum. Also, tut mir leid wegen der schlechten Qualität, um das nochmal zu sagen. Und wegen der schlechten Grafikqualität, aber dafür haben wir jetzt hier halt wirklich ein flüssiges Spiel, dass ich auch wirklich mit Vergnügen spielen kann. Das war in der ersten Episode nicht so. Ja. Dann würde ich sagen, ehrlich gesagt, ich würde sagen, wir speichern erstmal vorher richtig fest. Hat das jetzt wirklich gespeichert? Ich bin da immer ein bisschen unsicher, ja. Bevor wir hier einen Quatsch machen mit unseren Neuromods. Und jetzt probieren wir das einfach mal aus, was uns das hier so bringt. Reparatur. Eingabe erwerben. Ja. Okay, das sieht nicht sehr angenehm aus. Ich glaube nicht, dass wir diese Sequenz jedes Mal sehen werden, wenn wir so ein Ding benutzen. Ist wahrscheinlich nur beim ersten Mal so. Habe ich jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Oh, wir bräuchten Ersatzteile. Okay, also wir können überhaupt nichts machen. Bringen wir sie in die Hauptlobby. Ah, Anzug-Reparatur-Kit. Wir belassen es jetzt trotzdem mal dabei. Bei dem, was wir gerade... Oh, das sind ja noch Kanister für die Kanone. Okay. Das hätten wir beachten sollen. Habe ich hier alles angesammelt bei diesem kleinen Tierchen? Nein, habe ich nicht. Diese Organe brauche ich noch für irgendwas. Ich weiß nicht mehr für was, aber irgendwie fürs Crafting. Ja, das spielt sich jetzt sehr, sehr viel angenehmer. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist gleich ein ganz anderes Spiel, wenn man mit einer ordentlichen Framerate spielt. Auch wenn dafür die Grafikqualität runtergeht. Ich habe eben jetzt auch nochmal ein bisschen rumgespielt am Spiel selbst, aber das hat wie gesagt nicht so viel ausgemacht, in welcher Qualität ich das spiele, sondern es ging wirklich um die Aufnahmequalität. Neues Transcribe, okay, L. Robert Ellis, Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt, im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Okay. Das finde ich auch sehr angenehm. Ein Spiel zu haben, das solche Audio-Logs hat. Wo ich nicht alles vorlesen muss, wie bei Leffy oder so. Oder auch bei Pinscreen Killings. Schön, wenn sie mir einen Teil der Arbeit abnehmen. Weil ich bin kein großartiger Vorleser, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Falls ihr diesen Kanal nicht zum ersten Mal seht. Wo ist der Mimik hin? Mimik? Irgendeiner von diesen Gegenständen hier ist der Mimik. Da, da. Bravo, Mimik. Lass dich abschlachten. So. Da ist noch einer. Noch einer. Was hast du dir so gedacht, ne? Oh, das ist einfach nur Mülleimer. Hä? Ich war mir sicher, dass das ein Mimik wäre. Das war auch ein Mimik. Wenn sie geleimt sind, verwandeln sie sich anscheinend nicht mehr zurück. Da muss man einfach weiter draufhauen. Occupied. Ja, Toiletten haben einfach was an sich in Spielen. Man muss es immer ausprobieren, ob sie funktionieren. Ah, da ist sogar was. Tee. Ich könnte mal einen Blick ins Inventar werfen, wie das überhaupt aussieht. Ah, das ist ein typisches Deus Ex Inventar eigentlich. Ist ja auch kein Wunder. Wie heißt der? Der Harvey Smith arbeitet doch bei Arkane. Der ist doch einer von den Chefentwicklern vom ersten Deus Ex, oder? Also ich glaube, der hat da mitgearbeitet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das sieht schon sehr Deus Ex-mäßig aus und das ist gut.
Wobei das Inventar von Deus Ex ist jetzt nicht das kleinste Stück des Spiels gewesen, aber ja, okay. Egal. Ja, sehr viel haben wir jetzt hier noch nicht drin, aber ein bisschen unnützes Zeug. Ist eigentlich cool, dass man sie mit einem Fußtritt bedienen kann, die Spülung. Wieso wird das nicht hier in echt so gemacht? Oder jedenfalls nicht in Deutschland. Also es ist immer ein bisschen eklig, die Spültaste mit der Hand anzugreifen auf so einer öffentlichen Toilette. Weil ich meine, die Leute, die waschen sich ja nicht die Hände, bevor sie auf die Spülung drücken. Die waschen sich nachher beim Rausgehen die Hände. Aber das ist ein wirklich ekliger Platz, die... was wollte ich gerade eben sagen? Habe ich mich hier irgendwie ablenken lassen? Ja. Also die Spültaste ist wirklich so ein bisschen der unhygienischste Platz auf der ganzen Toilette wahrscheinlich. Ich meine, selbst die Schüssel wird gewaschen. Über das Favoritenrad kannst du schnell Waffen und Psi-Kräfte auswählen. Das sollte ich vielleicht echt mal machen. Und ausrüsten. Drücke Mausrad, um das Favoritenrad zu öffnen und wähle Mausrad... Mit Mausrad eine Waffe ausdrücke. Okay. Ja, auch Medikits und sowas kann man da drin verwenden. Wir haben halt jetzt nichts drin. Da müssten wir erstmal irgendwie die... Ich meine, wir brauchen nicht unbedingt das Favoritenrad, weil wir können uns die Sachen auch auf Tasten legen. Das wäre jetzt, wenn wir mit Controller spielen würden, wichtiger. Aber wie legen wir uns denn die Sachen überhaupt aufs Favoritenrad oder auf Tasten? Können wir erstmal kurz... Das ist ein Medikit? Können wir erstmal... Wie machen wir das? Verwenden, Menü, teilen, nein, nicht teilen. Eigentlich sollte man doch jetzt einfach nur eine Taste drücken können und dann müsste man das machen können, aber fallen lassen, verwenden, nee, das will ich alles nicht. Muss ich das über das Favoritenrad irgendwie machen? Oh, okay. Nein, das will ich nicht. Achso, die Medikits haben wir sowieso hier drin. E, C, haben wir noch irgendwas? Also das sind jetzt Dinge, die brauchen wir gar nicht irgendwo hin auszurüsten, sondern die haben wir sowieso drin. Ah. Trotzdem hätte ich gern gewusst, wie man es eigentlich macht. Kann ich... Ich gehe mal nochmal kurz hier rein. Kann ich hier irgendwie... Ah, ja, okay. Bei den Gegenständen hier geht's, bei dem Medikit ging's nicht, weil es wahrscheinlich sowieso eine Standardtaste zugewiesen hat. Kann ich das hier jetzt? Nee, das kann ich auch nicht. Also bei manchen Sachen geht's. Und bei anderen nicht. Gut zu wissen. Okay. Anstatt mich jetzt hier noch weiter mit der Steuerung vertraut zu machen, sollte ich mal echt schauen, dass wir hier ein bisschen Fortschritt machen, oder, in diesem Spiel. Haben wir jetzt hier unten alles erkundet, was wir erkunden können? Bist du sicher? Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, aber da hinten kann ich ja nicht rein. Wir können bestimmt auch wieder zurück, also das ist, wie gesagt, kein lineares Spiel, sondern ein Erkundungsspiel. Ich glaube, hier komme ich jetzt echt nicht durch, aber ich glaube... Ja, nee, da komme ich jetzt nicht durch. Aber ich glaube, früher oder später werden wir wahrscheinlich hier diesen Code finden, denke ich mal. Gut, dann gehen wir halt einfach mal weiter. Bei dem war ja aber nichts, oder? In diesem Raum hier. Da war jetzt kein Code oder so. Oh, da ist sogar noch was drin. Ja, ich hoffe, die Qualität der Aufnahme ist zumutbar. Auch wenn ich mich schnell bewege, weil ich habe, wie gesagt, auch die Bitrate runtergeschraubt. Aber das Bild verschwindet sowieso so ein bisschen, wenn man sich hier schnell hin und her bewegt. Und es ist ja jetzt kein Spiel, das wahnsinnig viele kleine Teile oder Gräser oder sowas hat. Da ist das immer ganz schlecht, wenn man eine niedrige Bitrate hat. Aber dieses Spiel hier, das dürfte so eigentlich funktionieren im Wesentlichen. Vielleicht kann ich die Bitrate sogar nochmal höher stellen in der zukünftigen Aufnahme. Aber jetzt machen wir es eben mal so. Ja, ich überprüfe das dann nachher, wie die Aufnahme wirklich aussieht, auch in schnelleren Szenen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, dass die Framerate stimmt. Und das ist ja schon mal was.
Okay, eigentlich könnte ich an dieser Stelle mal kurz die Aufnahme sichern. Ja, und es war sehr gut, dass ich die Aufnahme gesichert habe, denn wenige Minuten später ist mein PC abgestürzt. Das Problem habe ich bei anderen Spielen zurzeit auch. Das liegt an meinem PC und ich weiß nicht woran genau. Damit werden wir einfach leben müssen. Ich hätte gern mal wieder irgendwie ein Let's Play oder zumindest eine einzelne Aufnahme, bei der ich nicht über irgendwelche technischen Schwierigkeiten reden muss, aber leider ist mir das nicht vergönnt. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Ja, ich werde also auch in diesem Spiel hier immer mal wieder die Aufnahmen sichern müssen zwischendurch. Sonst. Ja, okay, wir sind im All. Das sollte ich vielleicht noch kurz dazu sagen, dass ihr mal den Ausblick kurz genießen könnt und so weiter. Das ist für mich keine Überraschung und eigentlich ist es für niemanden eine Überraschung, der schon mal was von Prey gehört hat, weil auch der Vorgänger, das ursprüngliche Prey von 3D Realms, den Duke Nukem-Leuten, hat ja auch im All gespielt. Okay, das sieht nicht gut aus. Das würde mir jetzt, sollte mir ein bisschen Sorgen machen, würde ich mal sagen. Vorsicht! Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Okay. Ja, ich muss dann auch häufig mal zwischenspeichern am besten. Um sicherzugehen, dass nicht allzu viel verloren geht. Wenn der PC mal wieder abstürzt. Wobei die Aufnahme ist dann sowieso verloren. Nur der Spielstand halt nicht. Ja, aber wir sehen jetzt hier, das Spiel öffnet sich von jetzt an so ein bisschen. Bis jetzt, das war mehr oder weniger Tutorial. Jetzt beginnt das eigentliche Spiel, das eigentliche Erkunden dieser Station hier. Und da ist, glaube ich, ein ziemlich harter Gegner drin. Hier, da hinten sehen wir ihn. Da gehen wir jetzt lieber nicht hin. Den umgehen wir. Ja, das Spiel, man kommt da auch manchmal in Gegenden und an Gegner, Achtung, denen man eigentlich nicht gewachsen ist. Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt ja. Und warten Sie auf weitere Es ist halt ein relativ freies Spiel, da kann man dann auch Fehler machen. Mistvieh. Oh, verdammt! Ja, wie gesagt, da kann man dann auch Fehler machen. Meine Lebensenergie lädt immer automatisch bis 20 Punkte auf. Wenn ich jetzt mehr haben will, dann müsste ich hier... Oh, das hat ein bisschen spät reingeladen, oder? Na, was soll's. Dann müsste ich hier... auch mal ein Medikit verwenden. Haben wir gerade ins Aufgesammelt. Könnten wir eigentlich mal machen. Aber im Moment, glaube ich, komme ich hier ganz gut zurecht. Ich speichere trotzdem mal. Für alle Fälle. Ich glaube, ich nehme die Glukanone. Ach, die sollte man sowieso mal nachladen. Ich muss sparsam damit umgehen, aber... Zumindest jetzt im Moment noch. Bald können wir auch mal was craften, sobald wir an den Crafting-Stationen sind. Das dauert nicht mehr sehr lange, das weiß ich noch. Da ist nochmal ein Heftchen. Wie gesagt, das lese ich nicht immer durch. Das Spiel hat eine Menge solcher Heftchen zu bieten. Dann erledige ich den... Oh mein Gott, das kann ich auch nicht mehr sprechen. Also wenn mein PC schon nicht ordentlich mitmacht, sollte wenigstens ich ordentlich funktionieren. Wo ist der zweite Mimik hin? Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß, dass du irgendwo bist. Oh, hier können wir sogar... Mimik. Das war verdammt knapp. Wir sind fast tot. Okay, aber jetzt sind wir wieder auf 20 Lebenspunkten immerhin. Nochmal kurz zwischenspeichern. Das nehmen wir mit. Das ist nicht das Büro, in das ich gehen sollte. Ach, verdammt nochmal. Könnte ich wenigstens ordentlich zielen. Oh nein, das war nicht gut. Und wir laden. Ja, Schnellspeichern ist angesagt. Es bleibt halt stehen.
Verdammt! Ich muss vielleicht doch mehr Leim einsetzen, um die Viecher wirklich zuverlässig zu leimen. Da hinten ist noch eins. Ah, scheiße, ich bin Tisch erwischt. So, jetzt... Hä? Wo ist es hin? Sind hier noch mehr? Da sind noch mehr. Na, ja, komm schon. Okay, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Puh. Nochmal speichern, würde ich sagen. Da haben wir jetzt aber ordentlich Munition verbraucht, oder? Ja, wobei es geht. Es geht. Ist okay. Eigentlich ist das nicht der Raum, in den wir gemusst hätten. Wir müssen weiter nach oben. Also wird ja hier angezeigt. Dahin müssen wir. 50 Meter von hier, aber eben 50 Meter teilweise nach oben. Okay. Ja, aber gut. Haben wir diesen Raum auch schon mal untersucht? Einigermaßen zumindest. Ist hier noch irgendwas? Sofa könnten wir tragen, wenn wir die Kraft dazu hätten. Haben wir nicht. Wir haben bislang nur einen Skillpunkt ausgegeben und der war für Techniker-Skill. Okay. Gehen wir weiter. Wir müssen irgendwie nach oben. Ich meine, da ist eine Treppe. Das ist es nicht wahnsinnig anspruchsvoll, rauszufinden, was wir hier machen sollen. Aber jetzt müssten wir hier irgendwie durch und da kommen wir nicht weiter. Ah, nee, wir müssen sowieso noch weiter nach oben. So, aber hier müssten wir jetzt... Da müssen wir rüber. Da müssen wir rein. Und da kommen wir von hier aus... Nee, okay, wir haben es falsch gemacht. Von hier aus kommen wir da nicht rein. Was wir machen könnten ist... Guten Morgen, Talos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Okay. Gut zu wissen. Danke. Was wir machen könnten ist, wir könnten diese Dinger hier irgendwie benutzen. Diese Kunst am Bau hier. Um da irgendwie rüber zu steigen. Aber das können wir jetzt von hier aus, glaube ich. Nee, wir haben jetzt hier nicht die Kraft, das hier wegzuschieben. Das heißt, da kommen wir auch nicht rein. Aber ihr seht, das sind alles Wege, die können sich nachher öffnen, wenn wir die entsprechenden Fähigkeiten haben. Ich glaube, wir müssen hier rüber zu dieser anderen Treppe. Das Blöde ist, dass da ein ziemlich harter Gegner wartet. Da hinten. Den haben wir ja vorhin schon aus der Entfernung gesehen. Hier haben wir ein Geschütz. Das könnte uns unterstützen gegen diesen harten Gegner. Ich glaube, irgendwo hier ist ein Mimic. Das habe ich jetzt vorhin schon mal gesehen. Das ist dann... Ja. Habe ich den... Ah, das Geschütz hat ihn erwischt. Okay. Ah, schade, dass ich jetzt hier so viel Leim verschwendet habe. Aber was soll's. Ja, da unten können wir rein, aber ich glaube, da ist jetzt nicht sehr viel. Können ein bisschen was aufsammeln. Wir haben hier immerhin Geschütz. Wir könnten mal auch eine Schusswaffe brauchen, das wäre nicht übel. Aber bislang... Waffen verbessern. Ein Waffen-Upgrade haben wir erhalten. Aber wir haben halt immer noch keine richtige Waffe. Außer dieser Leimpistole. Okay. Medikit immerhin. Das ist eine Schlüsselkarte, oder? Das ist sehr gut. Schlüsselkarten brauchen wir immer dringend. Hat uns hier irgendjemand oder irgendwas gesehen? Vielleicht nicht. Okay, das Geschütz sagt, es ist okay. Ich bin mir da nicht so sicher. Ah, da ist noch Zeug. Bananenschale, okay. Biologische Abfälle und sowas. Wir könnten mal ein bisschen schleichen vielleicht. Ich glaube, hier wird es gefährlich. Da ist nichts drin. Okay, wir müssen jetzt einfach mal zu diesem... Ach du Scheiße. Lauf. Nein, wieso hat sich jetzt wieder das Steam-Overlay geöffnet? Wieso macht es das immer? Ich habe nicht... Das müsste eigentlich bloß sich öffnen, wenn ich Tab und Shift drücke. Habe ich aber nicht gemacht. Hat sich trotzdem geöffnet. Oh, ich habe mich in die Schusslinie des Geschützes gestellt.
Das war das Dämlichste, was ich hätte machen können. Okay. Ja, also Notiz an mich, nicht in die Schusslinie stellen. Da ist irgendwo noch dieser große Typ. Der ist irgendwo da drin. Vitalwerte kritisch. Ja, Vitalwerte kritisch, okay. Lauf, lauf, lauf ein bisschen schneller noch. Okay. Okay, das Geschütz hat das für uns erledigt. Selber hätten wir das, glaube ich, nicht geschafft. Schön. Dann speichern wir mal. Da war ja nichts drin. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier rüberschleichen. Da will ich nicht reingehen. Solange ich noch keine richtige Schusswaffe habe. Ich glaube, da ist irgendwo dieser Typ drin. Ja, da hinten sehen wir ihn stehen. Phantom. An dem will ich jetzt noch vorbeischleichen. So nicht, Bursche. So nicht. So, jetzt schauen wir mal von dieser Seite. Hier müssten wir eigentlich rankommen. Ja, jetzt sind wir im richtigen Stockwerk. Da müssen wir noch dahinter. Da ist ein Geschütz, das kann uns helfen. Mal schauen, was hier noch ist. Da ist noch eine Schlüsselkarte. Zuerst nehme ich aber mal das hier. Vorstandsbüros, okay. Keine Mimics, soweit ich sehen kann. Speichern wir mal kurz und dann lesen wir mal. Einstellung der Volontäre. Sehr geehrte Miss Goodwin, ich brauche mehr Leute, die Volontäre sind unruhig, noch mehr als sonst. Nummer 11 hat heute Morgen gedroht, mir den Schädel einzuschlagen, wenn er seine Beine nicht vertreten darf. Der Code für hier oben ist nun 8111. Nicht mehr der Verzeichnete. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir beim Eintippen zugesehen haben. Daher habe ich ihn geändert. Ja, das ist immer gut, wenn man so ein inniges Vertrauensverhältnis zu seinen Mitarbeitern hat. Dr. Ikwe? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantie. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich sie Ihnen mit. Mit freundlichen Grüßen, Bianca Goodwin. Besuch von Leitner. Sehr gut. Ikwe ist aufgetaucht, ruhig und höflich, hat Leitner die Hand geschüttelt, als ob er Angst hätte, ihn kaputt zu machen, hat ihn gebeten, ein Album zu signieren, das er mitgebracht hat. Leitner wirkte geschmeichelt. Das war also ein Pluspunkt. Wir haben versucht, es ihm so bequem wie möglich zu machen. Sein Zustand hat nichts an seinem Verlangen nach Zigaretten geändert. Seine Finger haben die ganze Zeit gezuckt. Es ist eine Schande, dieses Talent. Kein Wunder, dass er gescannt werden wollte. Keine Ahnung, worum es da geht. Keine Ahnung. Aber Leitner ist offensichtlich eine ziemlich große Nummer. Aber auch ziemlich am Ende, gesundheitlich. Notiz nehmen. Personal, bitte räumen Sie die restlichen Kisten so bald wie möglich in mein neues Büro in der Neuromod-Abteilung. Okay. Und hier. Ich vertraue Ihnen mein Geld. Ich muss mich irgendwie. Kann ich mich hier nicht ducken oder so? Kann ich den mal vielleicht ein bisschen auf die Seite schieben, dass ich da besser hin kann? Okay, so, jetzt. Ich vertraue Ihnen mein Gehirn an. Sie machen gute Arbeit, hoffentlich auch weiterhin. Wenn die Tests nicht erfolgreich sind und irgendwas schiefläuft, dann richten Sie Alex bitte aus, dass es nicht seine Schuld war. Ich habe mich immer freiwillig gemeldet. Okay. Wenn sich die Tests in die Länge ziehen, sollten Sie Ihr Büro vielleicht unter dem runter zum Simlab verlegen. Weniger Aufwand für Sie und Sie können ja wieder nach oben umziehen, wenn wir unseren Erfolg gefeiert haben. Also okay, ich habe es freiwillig gemacht. Das bin ich. Dann ist dieser Alex da also nicht allein dran schuld. Beziehungsweise nach meiner Behauptung hier zu urteilen, ist er überhaupt nicht schuld. Die Frage ist halt, wann ist diese Behauptung abgegeben worden? Der Code für Ihr Büro lautet 0451.
0451, ich dachte 8111. Also hier oben haben wir irgendwie eine 8111 gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wofür genau die war. Also dieser Code, den wir da entdeckt haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Typ mir gesagt hat. Verdammt. Was hat er gerade eben gesagt? 0451. Okay, das spielt sich anders an. Das ist ein Idiot. Ich hätte F drücken müssen. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Okay. Okay, okay. Ich wollte dich nicht leimen. Ich wollte... Ja, jetzt. Jetzt kann ich das so eingeben. Da haben wir gütigerweise auch ein Geschütz vor unserem Büro stehen. Und das hier ist jetzt quasi so unsere Heimatbasis. Mehr oder weniger. Wie ihr gleich noch feststellen werdet. Das war in den letzten 3 Jahren ihr Zuhause. Das Video dürfte auf ihrem Arbeitsterminal sein. Neuromod. Medikit, wir sammeln jetzt hier erst nochmal so ein paar Sachen ein, die hier gerade eben rumliegen. Aber was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist, glaube ich, hier irgendwas starten. Vorher sollte ich, glaube ich, noch die Aufnahme sichern. Das mache ich jetzt mal kurz eben. Und dann geht es auch schon weiter. Ein paar Minuten. Ach, verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. Ein paar Minuten hängen wir jetzt hier schon noch dran, um hier das Geheimnis zu lüften, was ist... Ja, ihr werdet es gleich sehen. Geschafft, Ende der Nachricht. Okay, das ist nicht ganz das, also nicht sehr informativ. Ich weiß immer noch nicht, was geschehen ist. Ich habe es hinter mir gelassen, aber es gibt keinen Grund, warum wir uns nicht wie normale Menschen verhalten können. Heute bist du an mir vorbeigegangen, als ob ich Luft gewesen wäre. Wenn ich dich mit irgendwas verärgert habe, sag es mir, dann können wir darüber reden. So zu tun, als wüsstest du nicht, wer ich bin, hilft da nicht weiter. Wir müssen schließlich zusammenarbeiten. Und was die Frau hier nicht zu wissen scheint, ist, dass ich ja tatsächlich mein Gedächtnis verloren habe. Morgen, wie angefordert, werden ihre Terminal-Protokolle automatisch in ihre Suite in den Besatzungsquartieren weitergeleitet. Außerdem erhalten sie die Vorräte aus dem Maschinenlabor. Sagen sie Bescheid, ob alles wohlbehalten bei ihnen eingetroffen ist. Falls nicht, werde ich mich darum kümmern. In der letzten Woche werde ich dafür sorgen, dass sie in der Zwischenzeit nicht gestört werden. Lassen sie mich jetzt wissen, wenn ich noch irgendwas für sie tun kann. Ich halte vor ihrem Büro Stellung. Jason, ja, da ist niemand mehr. Hast deinen Job nicht gut gemacht, Jason. Sonst wäre es jetzt noch da. Irgendwas muss ich hier noch tun. Was ist denn hier noch drin? Was muss ich hier nochmal tun? Notiz. Guten Morgen. Morgen. Ich habe den von Ihnen angeforderten Plan. Er liegt in Ihrem Tresor. In Ihrem Tresor. Wo ist das? Ist der Tresor? Waffen-Upgrade nochmal. Okay. Hier war noch was. Irgendwas muss ich hier tun. Ja genau, die Videodatei, ja genau, hier das Programm muss ich, ach, ich schon wieder die falsche Taste, das muss ich hier machen, das muss ich abspielen. Ja. Guten Morgen, Carlos. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat ärztlich untersuchen zu lassen. So, jetzt. Das hier ist das wirklich Wichtige hier. Lädt, lädt, lädt. So. Hallo Morgan, harter Tag. Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist... Die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Mhm.
Also doch eher das, was ich ursprünglich vermutet hatte. Ich meine, eigentlich habe ich das ja schon mal gespielt bis zu dieser Stelle. Sogar ein bisschen weiter, aber so genau weiß ich es halt nicht mehr. Ich dachte, ich hätte jedes dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt, ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte. Natürlich werde ich mich rühren. Aber ja, also ist wohl doch so, dass wir da ursprünglich mal freiwillig uns gemeldet haben, aber dann eben tut mir leid, Morgan. Die Sache übertrieben Alex wurde. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Ja, eine nette Anspielung auf Looking Glass, den Entwickler von Thief, also von Dark Project. Da sind die Arkane Studios ja auch irgendwie mit verbandelt. Also eigentlich nicht die Arkane Studios, sondern Iron Storm. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Warren Spector, der war eigentlich bei Looking Glass, hat dann Iron Storm gegründet, hat mit Iron Storm Deus Ex gemacht. Und da hat eben auch dieser Harvey Smith mitgearbeitet, der jetzt dieses Spiel hier, oder der jetzt bei Arkane arbeitet. Manchmal muss man einfach draufhauen. Beziehungsweise eigentlich... Eigentlich sagt mir der Wegweiser, dass ich da hinten hin soll. Ich kann hier, glaube ich, irgendwie... Ja, genau. Schrott übertragen. Und jetzt? Und jetzt recyceln. Und jetzt kann ich hier dieses Material nehmen. Und aus diesem Material kann ich mir dann irgendwas craften, da drüben, glaube ich. So funktioniert das Crafting-System. Mehr oder weniger. Was kann ich mir jetzt hier craften? Ja, machen wir mal als Tutorial. Ich glaube, das wäre wichtig. Fabrikatoren nutzen Fabrikatorpläne, um Dutzende von nützlichen Gegenständen an Bord der Talos 1 herzustellen. Jeder hergestellte Gegenstand verbraucht eine Kombination aus organischem, mineralischem, synthetischem und exotischem Material. Suche auf der Talos 1 nach Plänen und Materialien. Ja, haben wir schon irgendwelche Pläne? Also, ich meine, irgendwelche Pläne. Status, Daten, Gegenstände, Ziele, Karte. Okay, wir haben eine Karte, das ist auch gut zu wissen. Ah, da müssen wir die Ebene einstellen. Okay, das ja, sagt mir jetzt nicht so viel. Da sehen wir halt bloß das, wo wir auch wirklich waren schon. Und wir waren noch nicht an sehr vielen Orten. Neuromods, wir hätten, glaube ich, noch ein paar Neuromods da. Oder zumindest eine. Drei Neuromods. Okay. Ja, da warten wir jetzt mal ab, wofür wir die brauchen, was wir als nächstes brauchen. Da behalten wir jetzt einfach mal ein bisschen was in Reserve, falls wir irgendwie Hacking-Skill brauchen oder so, dass wir den dann aktivieren können. Status, Daten. Also ich sehe jetzt hier nichts von irgendwelchen Planern oder so. Ja, wir werden hier auch bald mal diese Episode beenden, aber jetzt schauen wir erstmal, können wir hier... Rohrzange und Glukanister können wir herstellen. Was brauchen wir für einen Glukanister? Weil Munition für die Glukanone, die wäre nicht schlecht. Das ist, glaube ich, zweimal organisch und weiß nicht, was das hier ist. Ist das Metall oder was ist das? Kann ich das mal kurz hier im Inventar nachschauen, was das... organisches Material, mineralisches Material, synthetisches Material, Glukanister. Was ist das hier? Exotisches Material. Also das scheint organisches Material zu sein. Ich weiß nicht, was das zweite hier bedeutet. Synthetisches Material, mineralisches Material vielleicht. Exotisch ist es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, wir könnten da so einen Kanister herstellen. Machen wir das einfach mal, um es mal ausprobiert zu haben. Okay, zwei von denen und zwei von denen. Was ist denn jetzt...
Was ist denn jetzt hier weggegangen? Ich glaube, von diesen zweien hier. Ja, mineralisches und organisches ist das hier. Ja, genau. Mineralisches, organisches. Ja, klar. Steht ja auch dran. Würde ich sagen, erstellen wir das mal. Ein bisschen Munition für den Glukanister, das kann nicht so falsch sein. Ich für die Glukanone. Gut, wissen wir jetzt auch, wie das funktioniert. Was das hier gerade eben ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber so in etwa läuft das Spiel ab. Und das ist, glaube ich, auch noch Schrott. Den können wir eigentlich auch gleich verwenden. Ja, sehr viel bringt mir das jetzt natürlich nicht. 0,12 synthetisches und 0,48 mineralisches, aber besser als gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, sollen wir jetzt gleich erkunden, was hier hinten ist? Oder ist hier hinten überhaupt noch sehr viel? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Früher oder später werden wir das schon noch können hier. Aber jetzt gerade eben ist hier, glaube ich, nicht so viel. Weiß gar nicht, ob es klug war, das jetzt schon zu zerschlagen. Vielleicht hätte ich da nochmal ein Video anschauen können. Naja. Auch egal, ist jetzt so. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier jetzt mal einen Schnitt und beenden diese Episode. Moment mal, die Blumen hier kann ich aber... Schade, die könnte ich eigentlich pflücken, aber ich komme durch das Glas nicht durch. Naja. Was wir hier machen können, das führe ich euch mal kurz vor. Wir können hier auch so rausgehen und dann hier über diese Dinger hier rübersteigen, weil wir hier keinem Gegner begegnen wollen, wie zum Beispiel dem da vorne. Aber ich meine, das ist jetzt bloß ein kleiner Mimik. Ja, das wollte ich nochmal zeigen, um zu zeigen, dass das Spiel hier wirklich eine Menge Wege bereithält. Oft kann man sich einer schaffen, wo scheinbar gar keiner ist. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir hier mal die zweite Episode ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und hoffentlich bis bald, euer Grimdor.